Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind immer noch in der Helioborg-Festung. Ich glaube, ich habe es sogar diesmal gemerkt. Ich habe es mir gemerkt. Und cool. Wir sind mitten im Level-Up für Mila. Geil. Extrem. Erstmal ein paar FP abstauben und dann Kappe. Und Luftsprung, ja. Das hätte ich schon gerne. Ein Luftsprung nach einem Luftsprung. Ja, damit. Ja. Helioborg-Festung, ja. Suche Volt. Ach ja, stimmt. Bah, Gaius hat ja hier sein Ding eingesetzt. Oh. Ne, warte mal, ich wollte Rowan steuern eigentlich. Den Gärtner. Au, au, au. Oh, Au. Au. Ja, Jude, hilf mir bitte, danke. Und. Hey, gibt's doch nicht. Ja, Zeit anhalten, mich auch mal probieren. Hey, gibt's doch nicht. Er geht nicht. Bams, 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 bams. Ist super Eisangriff. Und da war es schon vorbei. Genau wie geplant. Und ich hätte gern wieder ein Gericht. Ich glaube, Geld brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich schwimme jetzt in Geld. Ja, ich guck mal hier bei seinem Arzt. Du hast nicht sehr viele neue Sachen. Ich trenne Schicksal. Ach, da sind die ganzen, ja. Felswalzer, Diffusionsantrieb. Ach so, ja. Diffusionsantrieb. Das Wasser wieder, okay, schon wieder Wasser. Und dann haben wir irgendeine Dingens, Spektralsäuberung. Nö. Okay, Ron, komm mal an erste Stelle, stellen wir dich mal. Geht nicht, okay. Dann nicht. Tut mir leid, bist du groß. Ja. Ah, ja, diesmal bin ich nicht so dumm. Hier kann man wohl durchgucken. Spoiler. Also, ich muss kriechen in der Dunkelheit. Und Rotkamille. Lecker. Ich frage mich, ob das hier ein verpassbarer Ort ist. Kann man hier irgendwann wieder zurück? Kann man übrigens zwar mal wieder zurück nach Resemexia? Ja? Würde mich mal gerne interessieren. Also, sonst. Ich glaube, ich könnte. Ich glaube, ich könnte. Ich glaube, ich könnte. Powertreffer, 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 Powertreffer. Geil. So, hier habe ich die ganzen Dinger. Also. Au. So, jetzt aber. Einmal voll Laser. Nein, nicht schon wieder das. Mal was anderes. Bams. Ich kann überhaupt nichts verbinden mit Jude.
Ja, den Angriff hatte ich doch gerade. Da war doch ein anderer Angriff hier. Ey. Ding dong, ding dong, ding dong. Schön. Hat schon was Magie selber zu steuern, aber im Nahkampf ist er eine Flasche. So viel muss halt sein. So viel Ehrlichkeit. Warte mal, bin ich jetzt, ja. Okay, dann muss ich hier lang. Irgendwas wollte ich noch machen, ich weiß aber nicht was. Okay. Ich habe auch Angst im Dunkeln, keine Sorge, Elise. So, ich vermisse, was heißt hier vermisse, aber ich denke mal, irgendwann kommt hier auch ein Boss, ne? Ich habe nicht halt, wir hier reingehen und rausgehen und ohne eine riesige Schlacht und so und ja, ne? Ne? Also irgendwann kommt hier bestimmt ein Boss und da würde ich gerne speichern. Weil, warum nicht? Da war was. Schwarze Perle. Und das gilt als Schatztruhe immer. Das weiß ich bis heute noch nicht. Die ganze Zeit muss ich mich hier umsetzen. An meinen Kackstuhl. Oh Gott. Da kam ich doch nie mit ihm durch. So, und jetzt wieder Powertreffer. Was macht er denn dafür Verrenkungen? I'm a foreign Malaysian. Wo noch? War so. Ja, sind die ganzen Dings angriffe. Das will ich machen. Blind. Schön. Das ist eigentlich der gleiche Angriff, den Rono einsetzt. Scheiße, jetzt kann ich das Ding nicht mehr steuern. So, ey. Ein wunderbarer Kampf, mein Sir. Professor Doktor immer zu Dienst. So ein Gentleman. So ein Gentleman-Gespräch zwischen einem Professor Doktor und einem Gärtner, einem Dirigenten. Er sieht aber aus wie ein Gärtner irgendwie. Vielleicht bin nur ich der Einzige, der das so sieht, aber ist so. Und wir kommen immer höher. Ja, toll. Wir kommen jetzt die ganzen Etagen zu Fuß laufen, die wir auch mit Aufzug hätten nehmen können. Super. Wo hast du dich denn versteckt, Hippo? Das will ich doch mal gerne wissen. Mit Cutscene. Und hier ist ein Speicherpunkt. Das ist sehr verdächtig. Ja, noch 5 Minuten. Eine geile Klaue. Ein seltsamer Kern. Warum habe ich mir ihn nicht angeguckt? Wenn er seltsam war. Ja, natürlich ist das der richtige Weg, Mann. Zweifelst du etwa an meinen Orientierungssinn? Schön für dich. So, ich speichere jetzt hier mal. Weil ihr könnt nichts dagegen tun. Sieht schon so aus, als würde es hier weitergehen, weil Speicherpunkt sehr verdächtig. Ja, warum nicht? Aber ich gehe mal gucken. Was gibt's hier noch? Truhe. Geil. Und es geht noch höher. Ich bin doch neugierig. Verdammt, sei meine Neugier. Boah. Mann. Da bist du in so ein fettes Viech. Nee, da ist das Dach. Das klingt schon als recht sehr verdächtig. Dann gehen wir erstmal. Wow. Wieso verändert ihr euch andauernd? Ah, okay. Also geht's doch da hinten weiter.
Ah, ich glaube, ich habe schon so einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht. Ist das? Kann ich nicht herausschieben, was soll das? Oder rausziehen? Doch, jetzt was? Hä? Wie er so zieht, ey. Das sieht ja noch ein bisschen normal aus, aber die Ziehanimation, die war sehr merkwürdig. So. Hüpsala. Und jetzt kann ich dich ziehen und jetzt kann ich auf dich raufklettern. Jetzt kann ich von dir runterspringen. Jetzt kann ich hier kriechen. Jetzt kann ich aus der Ego-Perspektive sehen. Jetzt kann ich hier runterspringen. Und jetzt kann ich die Truhe öffnen. Ja, mein mysteriöses Juwel. So, es stinkt doch schon geradezu danach, dass nachts ein Speicherpunkt irgendeine Cutscene, Bosskampf kommt. Und warum kann ich hier nicht rüberspringen? Okay, aber das sowieso nicht in diesem Part passieren wird. Okay, du bist ein Achtung, Monster, und du bist dieses Viech. Willst du mich auf die Beine nehmen? Zack. Bist doch genau eine Leiche. Warum tue ich mir das an? Und warum habe ich Rowan? Dich brauche ich eigentlich gar nicht hier. Au, au. So. Okay, komm her. Nee, ich komm mit sie am besten. Und Schwalbentanz. Oder auch nicht. Verdammt, ich wollte meine Mystik einsetzen. Warum geht der alle so nah? So, zack. Oh, ich liebe diesen Trick. Ich liebe es. Aber er zählt nicht immer als Ding ins Ausweichung, ne? Ah. So, jetzt wieder. Und Skylar Schlag. Hat er aber jetzt mehr HP? Oder hat er nicht auch 40.000 HP? Ich glaube nämlich schon. Aber ich kann mich auch irren, weil das kann mal hin und wieder passieren. Sonst weiß ich ja natürlich alles. Perfekt. Ohne Zweifel. Au. So, komm her. Aua. Komm her. Verdammt. Und zack. Bringt's das? Nö. Nicht mal getroffen. Wenigstens macht Elvin ein bisschen Schaden. Sehe ich. Gerade so. Nicht auf Elise, nicht auf Elise. Ich glaube, ich spinne. Zack. So, jetzt komm. Mystic Art. Bringst das? Ein bisschen. Und was vom Rennauto? Nee, das hat's nicht so gemacht. Ach komm schon, ich schaffe schon. Auch wenn es das nicht so bringt. Au. Kommt der erste etwas längere Part mal. Ist mir doch egal. Hauptsache ich mach dich platt. Und das war nicht so gut. Oh. Komm her! Warum muss ich mich so angezogen fühlen von euch blöden Viechern?
Na komm. Boah. Ja, geblieben. Geht ja auf Elise los. Ich halte es nicht aus. Und Elvin versucht auch verzweifelt ihn zu treffen. Oder es. Das Ding. Und das war. Wow, irgendwie bin ich da ausgewichen. Geil. Aua. Da bin ich nicht ausgewichen. Boah, das gibt's doch nicht, verreckt doch mal. Ich habe natürlich so viel Bock, dich hier fertig zu machen. Aua. It's time. Aber irgendwie habe ich nie TP-Probleme, kann das sein? Mann, ich kann ihn nicht mal dadurch treffen. Au. Das Viech, ich kämpfe nie wieder gegen so ein Viech. Außer es begegnet mir wieder. Sehr klug, ne? So, 10.000 Erfahrungspunkte, okay. Dann werden wir im nächsten Part auf. Dann gehen wir wieder runter und zum Speicherpunkt. Du bist jetzt weg. Ah, Sicherheit. Dann beende ich den Part hier. Tschüss.